Auf der Hamburger Taktika hatten wir es dem Werner Klocke ja schon entlocken können. Zur RPC 2017 in Köln sollte ein Pre-Release der neuen Freebooters Fate-Fraktion erscheinen. Und so war es dann auch. Satte 5 Modelle der Debon-Mannschaft waren als exklusives Set erhältlich und natürlich haben wir auch eins erbeutet. Zum Hintergrund von Debon ist bislang Folgendes bekannt. Einst war diese Mannschaft eine bestens geölte Militärmaschinerie, doch aktuell scheint der Lack etwas abgeblättert. Angeblich hängt dies mit dem sprunghaften Mitgliederanstieg von Hahnenzüchtervereinen zusammen. Und auch reichlich Wein soll dabei eine Rolle spielen. Zu den 5 erhältlichen Debon-Modellen gehören 2 Füsiliere, die für je 30 Dublonen zu haben sind. 30 Dublonen? Da ist ja so mancher Goblin teurer. Ja, die Füsiliere sind mit einer Nahkampfstärke von 4 und 9 Lebenspunkten alles andere als Elitekämpfer. Und auch ihr antiker Karabiner ist beileibe kein Kanonengeschütz. Doch was ist das für eine neue Fähigkeit? In Reih und Glied? Debon-Modelle mit dieser neuen Fähigkeit können sich zu Zweier- oder Dreiergruppen zusammenschließen und sich so gegenseitig unterstützen. So erhält zum Beispiel ein Zweiertrupp im Fernkampf eine Angriffskarte mehr und bekommt einen Stärkebonus von +2. Bei einem Dreiertrupp beträgt dieser Fernkampfbonus sogar +4. Da tun sich ja völlig neue Möglichkeiten auf. Der erste Spezialist der Debon kommt im Doppelpack daher. Naja, fast im Dreierpack. Denn Chevalier Kalembour kann einerseits als Infanterist und zudem auf dem Rücken seines Esels Ganache unterwegs sein. Somit ist er das erste Kavalleriemodell im Freebooters Fate-Universum. Gemeinsam als Ross und Reiter können zum Beispiel mächtige Sturmangriffe über 32 cm Distanz erfolgen. Aber auch einzeln sind die beiden Modelle nicht zu verachten, die zusammen nur 105 Dublonen auf die Goldwaage bringen. Die erste Anführerin der Debon ist die Dralle Jean Renal. Mit 12 Lebenspunkten und nur 85 Dublonen Heuerkosten ist sie die ideale Ergänzung, zumal ihre inneren Werte überzeugen. Sie besitzt zum Beispiel die Eigenschaft, einen schnellen Nachladebefehl auszusenden, um so zum Beispiel eine Reihe- und Gliedtruppe wieder feuerbereit zu machen. Die Debon scheinen also eine Mannschaft zu werden, die eher durch Masse statt ausgefeilte Spezialisten überzeugen will. Mit der neuen Reihe- und Gliedregel sowie Kavallerie dürfte das auch gelingen. Und wer weiß, vielleicht schicken die Hahnenzüchtervereine ja noch Kampfhähne aus. Ab Oktober 2017 wissen wir garantiert genaueres, denn dann wird die Debon-Mannschaft offiziell erscheinen. Die soeben vorgestellten Miniaturen sind aber auch schon jetzt im Online-Shop von freebooterminiatures.de erhältlich. Zumindest solange der Vorrat reicht. Und natürlich auch bei uns, denn selbstverständlich könnt ihr dieses limitierte Debon-Set nun auch gewinnen. Alles, was ihr für die Teilnahme machen müsst, ist uns bis zum Sonntag, den 11. Juni 2017 um spätestens 23.59 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort Debon zu schicken. Oder kommentiert einfach unseren TWS Facebook-Eintrag, mit dem wir auf dieses Video hinweisen. Und wer beides macht, also kommentiert und uns eine E-Mail schickt, verdoppelt damit seine Gewinnchancen. Den Gewinner geben wir am 12. Juni 2017 auf unserer Facebook-Seite bekannt. Und sollte der Gewinner per E-Mail teilgenommen haben, bekommt er natürlich auch direkt von uns Nachricht. Wir wünschen viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück!